Mein Name ist Mirko Diepen. Ich bin seit 10 Jahren Pfarrer in Gutach. Das Besondere in Gutach ist natürlich die Bollenhuttracht. Bei den Kirchenfesten ist es Ostern und Erntedank, wo Trachtenkinder, Männer und Frauen eben auch im Gottesdienst präsent sind. Ich habe keine Tracht. Meine Amtstracht ist eben der Talar im Gottesdienst. Die Herausforderung für uns ist eben, die Tradition zu bewahren und weiterzugeben, aber auch deutlich zu machen, dass da Inhalte dahinter stecken, die für manche eben auch eine andere Form haben können. Ich bin Anne Ressel, ich bin zuständig für die Schifferseelsorge hier in Mannheim und Ludwigshafen. Einen Gruß von der Schifferseelsorge bringe ich. Für mich heißt Seelsorge immer schon zuerst, es geht vor allem um eine Haltung und weniger um das, was konkret gesprochen wird. Die Haltung ist für mich immer Respekt, 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 Interesse an den anderen. Und das zeigen wir auf vielfältige Art und Weise hier in der Schifferseelsorge, denen, die im Hafen sich bewegen, auf dem Wasser, am Wasser arbeiten und unterwegs sind. Also das Rausfahren mit dem Schiff ist, denke ich, was stilbildend sein kann für das, wie wir Kirche sind, weil die Menschen eben immer vielfältiger leben, denken, sich bewegen. Und das heißt, ich glaube, wir müssen als Kirche immer mehr versuchen, unsere Kontaktflächen zu vervielfältigen und zu erweitern, offene Augen haben und sich immer wieder in die Kulturalität der Menschen, in der sie sich gerade bewegen, noch besser auch immer wieder einzufühlen. Mein Name ist Jochen Cornelius Puntschuh, ich bin Landesbischof in der Evangelischen Landeskirche in Baden. Wir sind jetzt hier an der Passerelle. Das ist eine Brücke, die Kehl mit Straßburg verbindet. Der Rhein war lange Zeit ein Schauplatz für kriegerische Auseinandersetzungen. Die Deutschen und die Franzosen kämpften hier um ihre Vormachtstellung. Heute gibt es eine lange Geschichte der Versöhnung schon seit mindestens 50, 60 Jahren. Und die Kirchen haben das immer versucht zu stärken, zu fördern. Wir haben sogar eine gemeinsame Gemeinde auf französischem Gebiet, aber mit einem deutschen Pfarrer und einer französischen Pfarrerin, weil es doch sehr viel hin und her gibt. Deutsche, die in Frankreich wohnen, Franzosen, die in Deutschland arbeiten und umgedreht. Wir haben eine besondere Verantwortung für diese Friedensfrage, weil wir in dieser Grenzlage dafür da sind, zu gucken, wie wir eine Verständigung zwischen den Völkern fördern können. Und die deutsch-französische Achse spielt, glaube ich, für den Frieden in Europa eine ganz entscheidende Rolle. Also mein Name ist Louis Desmond Efu Nkong und ich wohne in Heidelberg seit 12 Jahren. Ich leite den Chor Manita. Ich gehöre zu der Kapellengemeinde hier in Heidelberg. Manita ist eine Sprache aus Bafang in Kamerun und es heißt, wir halten zusammen. In unserem Chor sind viele Leute aus verschiedenen Ländern, aber wir bringen dazu diese afrikanische Perspektive in den Gottesdienst, dieses Singen, diese Meermusik, diese Meerklatschen, diese, dass jeder mag mit. Wir glauben, dass von unserer religiösen Kultur, wir können zusammen, egal ob man auch Afrikaner ist oder aus Deutschland oder egal wo, aber dass wir zusammen können durch Musik, durch Tanz, durch diese Klatschen eine gemeinsame Beten so zu zeigen. Ich heiße Silvia Meyer und bin hier bei uns in Eichern in der Gemeinde ehrenamtlich als Seelsorgerin tätig.
Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass man zu den Leuten hingeht. Bei ihnen zu Hause in einer gewohnten Umgebung fällt es den Menschen oft leichter, sich zu öffnen. Tag, Erika. Willst du aufsuchen? Ja. Seelsorge ist für mich einfach alles, was der Seele gut tut. Und in so einem Gespräch gibt man dem Gegenüber einfach Raum. Ist nicht Therapie oder Lösungsvorschläge, sondern Seelsorge ist Zuhören. Manchmal kann man auch was singen mit den Menschen, also gerade auch bei älteren Leuten, die singen gern, das ist sehr schön. Ewigkeit. Wenn ich in ein Seelsorgegespräch gehe, sage ich natürlich ganz klar, ich komme von der Kirche. Manchmal habe ich ein Kreuz dabei, aber was ein Seelsorgegespräch nie haben soll, das ist ein missionarischer Gedanke. Ich fühle mich halt in meinem Glauben sicher und auch geborgen. Und das ist was, was man natürlich auch dann widerspiegelt, dem Gegenüber. Das gibt einem ein Stück weit Kraft und Stärke, auch das auszuhalten, was erzählt wird. Also ich bin die Katharina und ich gehe in die evangelische Schule Schloss Geinhofen. Also ich würde nicht sagen, dass hier in der Schule alle besonders irgendwie fromm sind oder so, aber dass trotzdem der religiöse Aspekt bei uns schon auch eine Rolle spielt, also zum Beispiel durch die wöchentliche Andacht am Mittwoch. Also Sport hat bei uns schon einen großen Stellenwert, ja eigentlich auch dadurch, dass man dann zusammen irgendwie auch ein Ziel hat oder was erreichen kann oder man ist ja hier auch da, um zu lernen, aber das Lernen beschränkt sich eben nicht nur auf das Fachliche. Sagen wir mal, der Geist von Schloss Geinhofen ist eigentlich dieses Wir-Gefühl. Jeder kennt hier jeden, man ist seit der 5. Klasse auf der Schule. Die jüngeren Schüler kriegen auch Hilfen von den älteren Schülern. Also wenn ich dran denke, dass ich nächstes Jahr die Schule verlassen werde, dann ist es auf jeden Fall ein sehr positives Gefühl, weil ich mich gut vorbereitet fühle, weil wir hier einfach ein sehr schönes Miteinander haben.